Jetzt brennt es gleich hier. Sonntag, 4. Advent und noch kein Weihnachten. Das dauert noch ein paar Tage. Aber mein Adventskranz hat gerade hier ein bisschen Schaden drin. Texthänger. Heute nochmal ein etwas kürzeres Video. So wie die Flamme hier. Eher so als Idee, Gedanke, Anregung. Kann man vielleicht schon mal in den Kommentaren sich darüber austauschen. Kann man so machen. Oder vielleicht auch nicht. Oder es gibt auch eine viel bessere Lösung. Da kommt ja auch sehr oft von euch Input auf mich zurück, von dem ich profitieren kann. Ich hoffe natürlich für alle von euch, die so ein bisschen Weihnachtsfans sind und die Zeit auch, also mehr Weihnachtsfans als ich, dass man das auch noch alles kann jetzt in den nächsten Tagen so genießen, dass es noch mehr Handbremse gibt und noch mehr Einschränkungen. Und wir machen das für uns. Ihr seid ja alle vom Fach. Ihr habt schon gesehen, das ist eine Teil der Lenkung. Und zwar so das letzte Stück, bis dann das Rad anfängt, das zu machen, was man so denkt. Ganz grob nochmal, also Lenkgetriebe ist so ein Arm. Dann gibt es eine mittlere Stange, die das auf das äußere Schwenklager überträgt. Und dort dran sind dann die Spurstangen festgemacht. Und hier außen dran dann letztendlich das Rad, was dann dadurch bewegt wird. Das Rad hat ja eine Spur, die Räder laufen die ganz parallel, die kann man so einstellen oder auch so ist vielleicht besser, gibt es einen bestimmten Wert, den man beim Spur einstellen per Laser und so kann oder sollte richtig einstellen. Gibt es noch mehr Vorlaufwinkel, Nachlaufwinkel und Sturz. Im Idealfall fährt das Ding dann brauchbar geradeaus, hat schöne Lenkrückstellkräfte und die Reifen nutzen sich vorne nicht so extrem ab. Und deswegen kann man das hier einstellen. Das ist praktisch eine Gewindemuffe und hier ist ein Gewinde drauf. Und dann kann man das hier, wenn man das eingestellt hat, dreht man nämlich die Gewindemuffe, da wird das alles auseinander gedrückt oder zusammengezogen, also Rechtsgewinde, Linksgewinde. Kann man das mit Schrauben dann zusammenklemmen, bleibt das so. Und diese Kugelköpfe hier, die müssen beweglich sein, weil ja dann das ja immer so hin und her geschoben wird, dann das Rad ja aber auch hoch und runter geht, ne, dann muss das ja hier arbeiten können, weil diese Lenkhebel, die bleiben fest stehen. Das ist doch so, oder? Und dann verschleißt das irgendwann mal. Und spätestens der TÜV oder die Hauptuntersuchung, DEKRA, GDÜ, wie alle heißen, TÜV, die sagen dann, also hier wird man uns freuen, wenn du noch wiederkommst und vorher aber dann den ausgeklapperten Spurstangenkopf ausgetauscht hast. Und wenn der sehr viel Spiel hat, stimmt auch dann die Einstellung nicht mehr und dann ist das Auto unsicher. Und jetzt hat man das Problem, dass man, ihr seht das schon jetzt hier, das sind so damals früher die Originalen gewesen, das ist so ein Nachbau, vermutlich so ein billiger. Mastersport! Mastersport Germany! Das ist das Highlight. Und dann hat man die manchmal unterschiedliche Bauformen und jetzt könnte man die ganze Stange neu kaufen, was Neues. Und beide, kein Rost und beide Spurstangenköpfe sind neu, dann stimmt aber nicht zwingend das Maß, wie das euer Auto braucht, muss man es also einstellen und überprüfen lassen. Oder man tauscht bloß so ein Teil aus, ist ja eingeschraubt. Und das kommt aber nie hin mit, selbst wenn ich was Identisches habe, ich zähle mal hier das Gewinde, 23 Mal rausgeschraubt, 23 Mal eingeschraubt, dann kommt das nicht zwingend hin. Und da habe ich mir gedacht, man baut sich so eine Hilfslehre, weil meistens sind ja die Äußeren, ne? Die Äußeren sind stärker belastet, weil dort einfach der Winkel arbeitet halt mehr. Und damit man nicht jedes Mal muss an Spur einstellen, rangehen oder selber rummessen mit 1000 Hilfsmitteln, habe ich mir gedacht, ich baue mir eine Hilfslehre. Jetzt fällst du hier, aber ich brauche mal ein bisschen Werkzeug. Komm hier hoch. Die 1,9% Damen und der Rest von den Herren der Schöpfung, die freuen sich, wenn du hier da bist. So, die Mietze ist fort, die hat glaube ich schon. Und da ist meine derzeitige Methode, ich baue die komplett aus. Da kann man das nämlich auch viel schöner überprüfen, wie schlimm das ist.
kann man irgendjemand Schatten wechseln, wenn die so hier kaputt sind. Und habe mir hier eine Schablone gebaut. Da musste ich allerdings zwei solche Köpfe hier opfern. Das sind von solchen Lenkhebeln, da habe ich genug da gehabt, da habe ich mal zwei geopfert. Und diese Verkröpfung hier, das muss man so selber ein bisschen einschätzen, ob das jetzt so stark sein muss wie hier, eher nicht. Das wird sich wohl verdreht haben, aber ganz parallel ohne. Wenn das Auto normal dasteht, sollten praktisch, dass das nicht schon so im Normalzustand ist, sondern dass es schon schön gerade rausguckt. Das ist das Bild sehr verdreht. Dann habe ich praktisch, das ist ja hier Konus, ne? Zwei solche, hier der Schwenkarm, der hier dran gehört, zwei solche Köpfe geopfert. Dann gibt es hier im Baumarkt so Profilrohr, gibt es in verschiedenen Größen. Macht man so, dass man es verschieben kann. Das kleidet saugend. Und hier mit Schrauben verkontern. Und dann können wir das ausbauen. Wenn man schlau war, hat man nie gewartet, bis die Kugel hier schon von selber rausfällt. Dann war es das nämlich mit dem Fahren. Sondern dass der Verschleiß noch nie allzu groß ist. Dass also hier noch keine, das ist bloß ein Bild klappert, aber noch keine wirkliche Verschiebung da ist. Ja, mein Gedanke war, mit Messpunkten arbeiten eher schwierig. Was ist das so? Man baut sich eine Schablone. Frisch rum. Bin nie in Übung, ne? Nur noch ein Video machen. Ja, das ist fummelig, aber Spur vom Essen dauert noch viel länger. Jetzt kontert man das. Jetzt hat man das Maß übernommen. Und mit dem Wissen, dass diese Toleranzwerte beim Spureinstellen ausgesprochen hoch sind, wenn ihr mal dort irgendwo hinfahrt zum Reifenservice, hast du nicht gesehen, und so ein junger Mann macht euch das, der ist immer erstaunt, wenn der dann am Computer guckt, was er überhaupt einstellen soll, was wie jetzt von bis, also von Nachbardorf bis übernächste Stadt, ist ja das Maß für die Spur, sind die gar nicht gewohnt. Da kommt es auch hier nie auf eine halbe Gewindeumdrehung an. Und jetzt baut man sich praktisch das auseinander, baut sich wieder zusammen und tastet sich dann so ran, dass das wieder, ohne die Verschraubung zu lösen, genau drauf passt. Und hat dann praktisch dieses Maß von diesen Bolzen. Die sind ja entscheidend. Nicht hier, was die Außenkante der Köpfe oder so, ist egal. Ist mal so eine Idee. Ich habe es schon ein paar Mal so gemacht. Wenn die Räder sich abfahren außen, ist das nie mehr typisch. Hängt ein bisschen mit dem Sturz zusammen, aber auch mit der Spur. Und wenn das Ding nicht gerade ausfährt oder auf dem großen Platz, wo man eingelenkt hat, und man lässt das Lenkrad los, nie von selber wieder anfängt, gerade auszufahren, muss man was dran machen. Wenn die Spur schlecht eingestellt ist, ist das natürlich dann der falsche Weg, den Fehler zu kopieren, eins zu eins. Dann muss man natürlich das mal machen lassen und auch nicht an einem anderen Auto messen und dann bei euch übertragen. Das ist auch Quatsch, ihr müsst für euer Auto das machen. Eure Gedanken dazu würde ich gerne lesen. Mit noch viermal. Zwei. Drei. Vier. Sehr gut.